Augusta ist jetzt ebenfalls startklar. Days of Thunder ist eingerückt. Agosteo sehe ich jetzt noch außerhalb. Night Melody fehlt noch und auch Well Kept muss noch seinen Platz beziehen. Agosteo ist in Position. Night Melody kommt heran. Und jetzt auch Well Kept, damit sind alle startklar. Und die Boxen öffnen sich zum achten Rennen, dem Hapag-Lloyd-Rennen an der 2200-Meter-Marke. Navigator in der Bahnmitte ist vorne mit Novalis ganz an der Innenseite, Invictus. Invictus übernimmt das Kommando innen an den Rails, dahinter dann Novalis außen daneben vor Running Star, dann Days of Thunder. Ganz an der Außenseite Navigator, das sind die ersten fünf. Dann sieht man halt Melodie mit Peri, an der Innenseite Agosteo. Dahinter dann die beiden Wittekins, Hofer, Sweet Thomas mit Swan Terz aus. Well Kept am Ende des Feldes galoppiert Augusta. In dieser Formation geht es durch den Wandsbecker Bogen. Invictus zeigt den Weg, führt das Feld in die Gegenseite hinein vor. Novalis in zweiter Position. Drittes Pferd ist dann Running Star mit Navigator. Dann sieht man Agosteo mit Days of Thunder. Night Melody kann sich verbessern. Auch Well Kept an der Außenseite ist um Positionsverbesserungen bemüht. Das klappt auch. Dahinter dann Peri vor Sweet Thomas vor Swan Terz am Ende des Feldes galoppiert. Augusta unverändert. Die Kandidaten sind 1200 Meter vom Fürsten entfernt unter der Führung von Invictus. Novalis bleibt in der zweiten Position. Drittes Pferd ist dahinter dann an der Außenseite Well Kept. Der konnte sich peu à peu nach vorn arbeiten. Dann sieht man Navigator mit Running Star innen. Agosteo, Days of Thunder. Dahinter dann Peri innen an der Außenseite. Sweet Thomas, Swan Terz und Augusta weiterhin mit der roten Laterne. Die Pferde biegen in den Schlussbogen ein, in den Horner Bogen. Invictus weiter mit dem Kommando. Novalis lässt sich auf nichts ein, bleibt auf Tuchfühlung. Dahinter an der Innenseite Running Star. Navigator ist mit dabei. Jetzt lässt sich Well Kept schon etwas bitten, ein bisschen anschieben. Auch Days of Thunder, für die gilt dasselbe. An der Innenseite Agosteo kann aber aufrücken. Invictus führt das Feld auch gleich in den Einlauf hinein. Dahinter sieht das mit Novalis noch sehr leicht aus. Novalis bringt sich in eine gute Ausgangsposition, ist an der Seite von Invictus. Novalis und Invictus an der Spitze. Novalis wird jetzt richtig flott gebracht. Novalis ist vorne mit Adrien De Vries. Invictus wehrt sich dahinter, versucht es dann Navigator mit Agosteo, da kommt keiner so richtig ran. Sweet Thomas packt jetzt an der Außenseite an, noch mit Augusta. Sweet Thomas wird immer stärker, Sweet Thomas wie auf Flügeln und an der Außenseite Augusta, aber Novalis ist vorne mit Invictus. Sweet Thomas wird immer stärker, Sweet Thomas ist vorne, Sweet Thomas wird das Rennen gewinnen, Sweet Thomas gewinnt vor Augusta, dahinter dann auch Agosteo dicht auf, Novalis dann wohl auf dem vierten Platz und dahinter sah man dann Invictus und an der Außenseite Night Melody mit Peri von Navigator. Swan Terz, dann Well Kept, Days of Thunder und Running Star. Vorläufiger Richterspruch im achten Rennen, dem Hapag-Lloyd-Rennen. Sieger ist die 7 Sweet Thomas. Auf dem zweiten Platz die 3 Agosteo mit einem kurzen Kopf vor der 11 Augusta. Viertes Pferd die 6 Novalis. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch 8.